Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bei mir zum Mittagessen gibt's eine Lachsforelle aus dem Backofen. Und so lecker sieht es aus. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich heute dieses Fisch zubereitet haben, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! Ich habe jetzt bekommen eine Lachsforelle, die ist fast 1 Kilo 200 Gramm. Die war schon rausgenommen, aber die Schuppen sind noch dran. Und ich möchte gerne die Schuppen weg haben. Oder nimmt man diese spezielle Reibe für den Fisch abreiben? Irgendwie habe ich die verlegt. Oder nimmt man einfach Messer und geht man hier unten von Schwanzflosse und nach oben. Einfach gegen Schuppen. Und das geht einfach frei. Schaut. Alles weg. Festhalten und geht's los. Fisch habe ich auch schon kalt abgespült und jetzt nach dem Schuppen abmachen kann man noch auch ein bisschen abtüpfen mit dem Tuch oder abspülen und dann trocken tüpfen. Dann müssen wir noch die Flossen rausnehmen und ich nehme den Kiemen auch raus vor dem Braten. So, die Fisch jetzt fertig, die Schuppen alle weg und jetzt schneiden wir noch auch die Flossen ab. Kann man natürlich besser mit den Küchenscheren, meine leider kaputt sind und neu habe ich noch nicht geholt. So, und unten schneiden wir auch diese Stückchen ab. So, und jetzt noch die Kiemen. Die Kiemen müssen wir auch rausnehmen. Und das wäre jetzt eine Schere am besten. Muss mal aber aufpassen, dass man nicht in die Finger schneidet. Und einfach rausziehen. So. Fisch haben wir fertig gemacht und jetzt schneiden wir so eine Streifchen ungefähr so 5 mm tief, nicht bis zu Knochen, nur so ein bisschen von beiden Seiten. So sieht dann aus. Und jetzt werden wir unseren Fisch einreiben und lassen wir für 20-30 Minuten marinieren. Dafür nehme ich Olivenöl. Ich nehme diese Form, passt gut rein. Und jetzt erstmal reibe ich den Fisch mit dem Öl. Dann klebt auch besser Gewürze in die Schnitte rein. Und natürlich innen drinnen auch bestreichen. Und von der anderen Seite auch. Und jetzt kommt oben drauf grobes Salz. Ich habe so ein mittelgrobes Salz. Und auch hier in die Schnitte. Und natürlich innen nicht vergessen, sonst dann schmeckt es nicht ohne Salz. Und Pfeffer aus der Mühle. Am besten, dass es grob gemahlen wird. Umdrehen. Ich mache ein bisschen hier in die Ecke und bestreiche noch innen drinnen. So, lassen wir erstmal unser Fisch ungefähr so 20-30 Minuten marinieren. Es sind jetzt schon 20 Minuten vorbei und wir können erstmal weitermachen. Ich nehme jetzt mal den Fisch raus und werde jetzt hier so ein Zwiebel mit Zitronen drinnen, so ein Beet für den Fisch aufbauen. Dafür habe ich schon den Zwiebel geschnitten und werden wir in so eine Rinne schneiden. Und werden wir jetzt so alles hier so auslegen mit den Zwiebeln. Die Zitrone habe ich schon heiß abgespült und trocken gerieben und die schneiden wir auch in die Scheiben. Und jetzt können wir wieder unseren Fisch hier oben drauf zurücklegen. Geben wir ein paar Scheiben rein. Von den Kräutern habe ich vorbereitet mit ein bisschen Dill. Ich könnte mal gleich auf den Zwiebel drauf machen. Dann einmal rein und Petersilie. Und ich habe da noch
so eine lange Pfeffer. Den mache ich auch rein in den Fisch, in den Bauch. Der gibt sehr viel Aroma. So Petersilie. Und so groß von den Kräutern gebe ich nicht viel, weil es möchte man gerne einen Fischgeschmack haben. Und so ganz kleine, so ein Zweig von Thymian. Das war's dann schon. So, haben wir schön aufgelegt. Und jetzt kann man den Fisch oder mit Olivenöl wieder nochmal betröppeln oder legt man Butter. Ich habe hier kalte Butter. Dann schneide ich ein paar so Streifchen ab und lege zwischen den Scheiben. Das Ganze am besten zudecken, nehme ich das Backpapier und obendrauf auch noch Alufolie. So, das Ganze packen wir schön ein und stellen wir im Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze nehme ich ungefähr so für 35-40 Minuten. Es kommt darauf, wie groß der Fisch ist. Es 1,2 Kilo braucht schon 40 Minuten. So, der Fisch ist fast fertig und ich mag gerne noch eine so eine Sahne-Kräutersoße mehr mit Dill. Dafür nehme ich in mein Töpfchen Butter und mache erstmal eine Mehlschwitze. Es kann man hier einfach nur Mehlschwitze und Kräuter geben, aber ich gebe noch ein klein geschnittene Zwiebel rein und brate erstmal so ein, dass so Röstaroma kommt und schöner Geschmack dazu kommt. So. So, nach ein paar Minuten unsere Zwiebel riecht schon richtig schön, können wir jetzt dazu ungefähr so ein Esslöffel Mehl geben auf den Zwiebeln. Nochmal umrühren. So, schaut, er wird schon so etwas so wie dunkelgelb angebraten. Und jetzt gebe ich einen Becher Sahne rein. Und lasse das aufkochen. Können wir gleich schon würzen mit Salz, Pfeffer und Kräuter dazu geben. Alles, liebe Freunde, nach Geschmack. Und den Dill, ich nehme gefroren und lassen wir richtig aufkochen, dass die Mehl auch wird verkocht und schmeckt nicht nach Mehl. Es geht wirklich schnell und dann schaut ihr nach den Konsistenz. Wenn es etwas zu dick ist, kann man einfach nur einen Schluck Wasser dazu geben. Nochmal aufkochen und fertig. Und jetzt mache ich den Herd aus und gebe noch ein bisschen Zitrone rein. So, jetzt schneide ich erstmal ein paar Scheiben mehr für den Fisch zum Servieren. Und restliche gebe ich einfach in meine Soße. So viel, wie es gerne mögt. Probieren. Und kann man dann noch ein bisschen abschmecken. Zitrone ausreichend. Was kann man noch für den Geschmack machen? Das ist das einfach ein, zwei Tropfen ätherisches Zitronen-Limonöl. Erstmal mache ich eine. Lieber weniger als zu viel. Da kommt gleich richtig schöner Duft. Ja, zwei kann man ruhig machen. Etwas Pfeffer und dann können wir schon unsere Fisch rausholen. Dazu serviere ich auch noch Kartoffeln. So, schauen wir jetzt nach unserem Fisch. Der Fisch war 45 Minuten drin. 45 Minuten habe ich es ausgebacken und dann Backofen ausgemacht und 5 Minuten noch drinnen stehen gelassen. Und jetzt schauen wir nach unserem Fisch. Es duftet sehr toll. Es sieht ganz toll aus, wenn man so reinschaut. Oh, schön saftig. Ich würde aber gerne noch unter den Grill vielleicht so für 5-7 Minuten reinstellen, wegen Haut. So, und jetzt können wir langsam auch schon unsere Teller vorbereiten. So, die Teller habe ich nur so ganz einfach so dekoriert, weil es gibt dazu warme Kartoffeln und die Soße. Und jetzt holen wir unsere. Hier schaut ihr. Wie toll sieht der aus. Lecker. Schöne Soße kann man in die Schälchen reinmachen und am Tisch auch servieren. Habe jetzt nur 5 Minuten unter die Grill gehalten und das sieht schon ganz anders aus. Und jetzt übertrage ich auf meine Schale und kann dann servieren am Tisch. Ich hoffe, dass ich es nicht kaputt mache. So, meine Lieben,
Fisch haben wir jetzt auf die Platte rübergebracht und da müssen wir schon schnell an den Tisch gehen und essen, dass sie nicht kalt wird. Aber ich wollte euch noch zeigen, wie kann man die auch schön filetieren. Ich nehme jetzt mal Zitrone runter und dann gehen wir hier unter der Haut mit dem Messer und ziehen wir die Haut runter. Die ist aber wirklich sehr lecker. Die kann man auch essen, weil wir die auch abgerieben haben. Aber wenn ihr das nicht mögt, könnt ihr so machen. So. Unter der Haut. Und runter zu machen. Ich werde jetzt nicht ganz den Fisch sozusagen nackig machen, dass ich an den Tisch brennen kann und er ist nicht kalt. Hier in die Mitte so ein wie ein Strich. Und am besten ist es mit dem Esslöffel hier reingehen. Und mit dem Löffel einfach so runterziehen. Und da seht ihr komplette Fleisch. Wie toll sieht er aus. Wow, wow, wow. Schaut ihr. Saftig, lecker, schön weich. Wahnsinn. So, ich muss jetzt schnell das zudecken, dass ich am Tisch wirklich ein warmer Fisch auf den Tisch stellen kann. Euch wünsche natürlich viel Spaß beim Nachmachen und ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!